Hallo Leute und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Wizard 101. Ich melde mich jetzt hier heute zu Wort aus meiner neuen Wohnung. Es ist echt ein bisschen komisch, muss ich sagen. Und ja, das war auch der Grund, warum jetzt hier ein bisschen unregelmäßiger das Ganze abläuft. Ich dachte eigentlich, ich krieg's ein bisschen besser hin, neben Umzug und allem hier die Videos am Laufen zu halten. Aber es war dann doch... ja, ein bisschen stressiger als gedacht, muss ich sagen. Deswegen war das dann, naja, hat sich das ein bisschen gezogen, sage ich mal. Ich hatte zum Glück noch Folgen von It Takes Two auf Vorrat sozusagen. Deswegen kamen die jetzt erstmal. Und ja, das wird jetzt so ablaufen. Generell muss ich auch mal sagen, wird das jetzt nicht mehr so sein. Also ich habe ja trotzdem jetzt gerade zwei Projekte am Laufen, so. Es wird aber trotzdem nicht mehr so sein, dass zwei Videos an einem Tag kommen. Ne? Also das kriege ich beim besten Willen nicht mehr hin, weil ich jetzt auch nicht immer zu Hause bin. Ne? Dementsprechend wird sich das so ein bisschen abwechseln. Das heißt, ne, einen Tag kommt mal Wizard 101, den nächsten Tag kommt dann mal ein anderes Projekt und so ein bisschen im ja, abwechselnden Intervall. Ne, nur das schon mal vorweg, dass ihr Bescheid wisst. Das heißt, Wizard 101 kommt nicht mehr partout jeden Tag, weil das ist dann einfach zu viel Aufwand, den ich nebenbei nicht mehr oder wenn, dann nur sehr schwer, und das muss ja auch nicht sein, hinkriege. Deswegen, ne, damit ihr Bescheid wisst. Aber es ich werde natürlich trotzdem versuchen, das so gut wie möglich hier am Laufen zu halten. Übrigens, Leute, ich weiß gerade nicht, ob man das hört, aber das Ding ist, die Wohnung ist an sich fertig eingerichtet. Ne? Also hier ist an sich alles fertig. Trotzdem habe ich hier einen enormen, na gut, enorm nicht, aber einen spürbaren Hall in der Wohnung drin. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Aufnahme hört. In der Testaufnahme habe ich nichts gehört, aber es könnte sein, dass ihr ein bisschen hört, dass ich hier ein bisschen Raumhall in der Wohnung drin habe. Warum ist denn das hier so aktiv? Das ist doch erst 12:30. Naja gut, oder schon 12:30. Ja, stört mich ehrlich gesagt ein bisschen. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich dagegen machen soll. Mehr Möbel reinstellen eher nicht, weil ich kann hier nichts mehr reinstellen. Die Wohnung ist an sich voll. Aber das ist wahrscheinlich einfach der Größe des Raums geschuldet. Die Decke hier drin ist fast 3 Meter hoch. Und der Raum auch entsprechend groß. Das heißt, hier, ne, hat der Schall wundervoll die Möglichkeit, sich auszubreiten. Und ja, ist vielleicht ein bisschen suboptimal, was das angeht. Dann habe ich hier daneben meine Küche. Und ne, überall glatte Oberflächen, kann ich mir vorstellen, dass das halt ja, ein bisschen hallfördernd ist, die ganze Geschichte hier. Aber es ist, wie es ist. Wie gesagt, ich hoffe, man hört es nicht so stark im Video. Ich kann da gerade relativ wenig dran ändern. Ich werde mal versuchen, dass ich irgendwie, keine Ahnung, mir irgendwas an die Wand hänge. Was das vielleicht ein bisschen verbessert, den Klang. Aber da muss ich erst mal gucken, wie ich das mache. Dementsprechend. So, jetzt stehen wir hier wieder vor unserem Albtraum. Tümenweißflamme, wir haben ihn immer noch nicht besiegt. Ich könnte wirklich reiern. Dieser Kampf ist einfach nur eine Zumutung. Okay. Wir gehen jetzt mal mit der Taktik Gehilfen weg, aus dem Kampf rausgehen und dann wieder reinkommen, damit die dann wirklich weg sind. Und hoffen, dass das jetzt so klappt, weil, ja, es ist wirklich anders fast nicht zu lösen. Was willst du machen, ne? Übrigens, Balance-Schule hat gerade hier, wie heißt es? Schulfest. Was ist denn das eigentlich? Oh, ein zufälliges Haustierjuwel und eine Chance auf einen Hamster. Haustierpromenade. Ach, das ist wieder das mit diesen... Ach, nee. Gewinne ein Haustierspiel, füttere Leckerlis, brüte ein Haustier aus und füttere Futter für Zufriedenheit. Wenigstens wird man jetzt hier nicht mehr gesiezt in diesem Bildschirm. Ja, ist ganz nett das Event, aber nur noch einen Tag verfügbar. Das würde sowieso nichts mehr werden. Online ist aber keiner.
Ich hoffe, mit der Aufnahme läuft alles. Ich musste OBS nochmal letztens neu aufsetzen. Oder ich wollte es neu aufsetzen, besser gesagt, weil mich eine kleine Sache gestört hatte. Deswegen hatte ich das mal versucht umzustellen. Und ich bin gerade noch eine andere Sache am Tüfteln. Ich verspüre nämlich manchmal, also wirklich super selten, kommt fast nie vor, ist auch eigentlich nicht spürbar so richtig, aber mir fällt sowas halt schon auf, ne? Verspüre ich manchmal so kleinere Lags in den fertigen Videos, also nicht jetzt hier in-game, sondern dann in der Aufnahme von OBS, so. Und da möchte ich wirklich mal gucken, ob ich das irgendwie noch hinkriege. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das ist. Keine Ahnung. Ich habe jetzt die Bitrate ein klein wenig runtergesetzt, dass vielleicht die Codierung irgendwie überlastet war oder so. Keine Ahnung. Aber das, ja, kriege ich schon noch hin. Ist jetzt nichts, was auffällt. Gerade eben, wenn ich hier drüben auf meinen Bildschirm gucke, ist auch gerade da überhaupt nichts am Laggen, aber, ne. Habe ich ja schon mal gesagt, ich bin da relativ perfektionistisch veranlagt. Ich muss aber mal sagen, dadurch, dass es in diesem Raum so hallt, habe ich voll den Eindruck, dass ich übelst laut bin. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe permanent irgendwie Sorge, dass mich irgendein Nachbar hört und ich hier gefühlt das ganze Haus zusammenschreie und irgendwann steht dann morgens jemand vor meiner Tür und sagt, hier, sagen Sie mal, was soll denn das eigentlich? Ich hoffe nicht. Ich meine, ich kommentiere ja jetzt hier auch in meinen Videos nicht lauter, als man in einem normalen Gespräch reden würde. Zumindest nicht großartig. Also, sollte da eigentlich alles im grünen Bereich sein, aber man hat so ein bisschen Angst, ich weiß auch nicht. Gerade wenn es so nachts ist oder abends und die Leute langsam so zur Ruhe kommen eigentlich, ne, das ist ja dann eher so meine Zeit, wo ich aufnehme. Ich bin halt sehr nachtaktiv. Ja, ist immer so ein bisschen seltsam. Übrigens, morgen kommt meine Waschmaschine an. Mal wieder, muss ich dazu sagen. Letzte Woche kam schon mal eine. Die war dann aber zu groß für die Tür. In unserer unendlichen Weisheit haben wir nämlich vergessen, die Tür abzumessen. Weil wir irgendwie überhaupt nicht damit gerechnet haben. Und die war dann aber zu klein. Das heißt, die Waschmaschine kam hier an und die kamen hier hoch mit dem Ding und standen dann vor der Tür. Jo, also die passt hier nicht durch. Und dann, ja. Das ganze Ding wieder zurückgeschickt, eine neue gekauft, die jetzt deutlich mehr Platz, also, ne, deutlich kleiner nach hinten vor allem ist. Die sollte jetzt durch die Tür passen, ansonsten fresse ich einen Besen mitsamt Stiel. Dann hoffe ich mal, dass alles klappt morgen. Boah, ey, dass wir jetzt unsere Klingen gerade auch nicht kriegen, ist ein bisschen blöd. Wobei die ja eigentlich auch gar nicht so viele Leben haben. Also wir könnten eigentlich dann schon bald angreifen. Wir brauchen halt nur die Pips dafür. Und der Typ klaut die uns ja regelmäßig. Das ist ein bisschen schwierig. Jetzt könnten wir nächste Runde angreifen, aber da wird jetzt bestimmt wieder die Dinger wegmachen. Ja. Da verlassen uns nochmal ein paar Pips. Aber jetzt im nächsten Anlauf sollten wir es eigentlich hinkriegen. Ich hoffe nur, wir überleben bis dahin, weil es sieht schon wieder ein bisschen eng aus mit dem Leben. Theoretisch brauchen wir jetzt noch eine Runde. Also, jetzt überleben und dann einen Super-Pip bekommen, dann können wir die Gehilfen weghauen. Okay, gut. Sehr schön. Perfekt. Die machen eigentlich fast nichts. Nur ein Zentau und der wird uns ganz sicher nicht töten. Nee. Schafft er nicht. Okay, soweit so gut. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Jetzt kriegen wir das ganze Ding hier jetzt hoffentlich ein bisschen besser gewuppt. Feuerdrache.
Bitte triff. Sehr schön. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, bei diesem Angriff, wo er uns die Pips klaut, macht er ja immer mehr Schaden, je mehr Pips wir haben. Oh, sehr schön. Okay. Die Gehilfen sind weg. Das ist schon mal wirklich traumhaft. Gut, der Typ kriegt auch guten Schaden, aber das ist ja jetzt egal, weil wir werden jetzt aus dem Kampf fliehen. Zack, bumm. Kurz eine Heilung und wieder rein in das ganze Dingen. Und jetzt sollten die Gehilfen weg sein. Nö, sind sie nicht. Toll. Also haben wir auf gut Deutsch die letzten 10 Minuten komplett verschwendet. Hä, warum geht denn das nicht mehr? Haben die da was geändert oder was? Na toll. Das war ja eigentlich immer die gängige Taktik, wenn man zu nervige Gegner hatte. Hast du die Gehilfen weggemacht, bist rausgegangen, wieder rein. So. Aber offensichtlich geht das nicht mehr. Dann müssen wir uns jetzt hier wirklich so behelfen. Und wenn wir es wirklich nicht hinkriegen sollten in der Folge, dann werde ich mal ein paar Leute auf Discord anschreiben, ob mir irgendjemand helfen kann, weil ich habe jetzt auch keine Lust, hier noch 5 Folgen an diesem Bossgegner hier zu hängen. Irgendwann ist auch zu viel des Guten. Okay, wir können ja jetzt noch ganz fröhlich unsere Pips hier ausgeben. Der nimmt die uns sowieso alle paar Runden wieder weg. Also kein Problem. Oh, sehr schön. Haustier ist aktiv. Gefällt mir, so muss das. Ich habe jetzt auch einen viel größeren Schreibtisch, muss ich sagen. Also so einen richtigen, ne, so einen richtigen Gaming-Tisch habe ich, hab ich mir bestellt, kann man sagen. Und das ist echt schon sehr geil. Ich finde es ja ein bisschen gruselig, die Monitore jetzt an so Halterungen zu haben und nicht mehr auf so einem Fuß. Die standen ja vorher wirklich auf dem mitgelieferten Monitorfuß auf dem Tisch wirklich drauf. Und jetzt hängen die an so einer Halterung dran. Und irgendwie habe ich ein bisschen Angst, ob das die runterfallen. Ich weiß nicht warum, aber das sieht irgendwie so... Ja. Sieht ein bisschen seltsam aus, wenn so ein verdammt schwerer Monitor an so einem kleinen... Also was heißt klein, aber an so einem Arm dran hängt. Da hat man irgendwie ein bisschen Sorge, dass da was abstürzt. Verpatzt. Na, der spart sich ja richtig seine Pips auf. Okay, jetzt Konzentration gefragt. Was können wir denn jetzt hier ganz blöd gefragt tun? Wir kriegen auch gerade überhaupt nichts Gutes auf die Hand, leider Gottes. Ein bisschen blöd. Ach Mann, ey. Dieser Kampf hat so in sich, es ist absolut unglaublich. Da war gerade ein kleiner Soundbug. Weiß nicht, ob man das gehört hat oder ob das nur auf meinen Kopfhörern so war, aber... Da hat es gerade ein bisschen auf meinem linken Ohr komische Geräusche von sich gegeben. So, jetzt haben wir wenigstens schon mal die mächtige Falle. Das ist ja mal ein Fortschritt. Und der Typ geht hier immer noch ab.
Eieieiei. Sehr schön. Hm. 1100 mit einer Elfenfee, das sehe ich gerne. Die Faust mache ich mal. Ne. Mache ich mal weg, doch. Und dann warten wir mal wieder. Okay, drei Pips klaut er uns immer. Und dann kriegen wir nochmal eine 1000er Heilung rein. Oh yes. Jetzt sieht's gut aus. Aber die haben trotzdem Pips ohne Ende. Es ist unfassbar. Oh mein Gott, ey. 194. Oh. Okay. Ja. Ich glaube, da brauchen wir uns aktuell keine Sorgen machen. Es sieht wirklich sehr gut vor dem Leben aus. Sind komplett voll. Wir haben eine verstärkte normale Klinge und eine... Mhm, alles klar. Dann machen wir jetzt eine Feuerklinge. So. Genau. Wo sind wir eigentlich gerade? 17 Minuten, alles klar. Okay, das hat er schon. Ja, wir haben es gleich. Wir haben es gleich mit unseren Klingen und dann fehlt ja nur noch, ja, fehlen nur noch die Pips. Wenn wir dann noch kritten, sieht es wirklich sehr, sehr gut aus. Wenn nicht, dann, naja, wird der nicht ganz sterben. Wir haben ja schon in der letzten, na nicht in der letzten Folge, wir haben ja schon mal rausgefunden, dass ein Feuerdrache irgendwie nicht ausreicht für ihn. Warum eigentlich nicht? Was war denn da? Oder hatte der sich irgendwie geschützt dagegen? Ich habe es gar nicht mehr so im Kopf, was da passiert ist, aber irgendwie hat er den überlebt. Naja. Klingen sind auf jeden Fall jetzt komplett. Und das Täuschen jetzt auch. Boah, ey, dieses Haus hier ist ja wirklich unglaublich. Es ist absolut unfassbar. Ja, schön. Ah, okay. Ja, dann heißt es jetzt eigentlich nur noch warten. Bis wir genug Pips haben, das wird jetzt noch ein paar Runden dauern, weil er jetzt uns gleich nochmal welche wegnimmt. Aber passt schon.
Meine Güte, also das Haustier gewinnt halt wirklich einen Heilungswettbewerb. Wenn ich für jeden Zauber, den das Haustier machen würde, Punkte kriegen würde für das Event hier, dann wären wir jetzt schon wahrscheinlich beim Ende. Also das ist wirklich unfassbar. Zum Glück verlieren wir nicht alle Pips. Solche Bosse gibt es ja auch, die nehmen dir wirklich, oder da hast du eine maximale Anzahl an Pips, die du haben darfst. Und dann, wenn du die überschreitest, nehmen die dir alles weg. Hier diese Morgante zum Beispiel in Geister-Avalon macht das, glaube ich. Und dann, ja, kannst du das vergessen. Ist hier zum Glück nur eine abgeschwächte Form davon. So, jetzt kommen nochmal die Pips kurz weg. 3 Stück. So. Das ist doch wirklich nicht zu glauben. Aber ich frage mich auch, ne, wenn du das oder wenn du diesen Kampf hier alleine machen willst und du hast nicht so ein Haustier. Ich meine, ich stelle mir ja immer vor, wie wäre es, wenn ich jetzt nicht dieses Haustier hätte? Wir wären schon 50 mal tot gewesen. Okay. Nächste Runde können wir hoffentlich endlich dann mal angreifen. Ja, da ist es wieder. Natürlich macht er kurz vor unserem Angriff nochmal ein Schild. Ey, ich glaub's nicht, ne? Wirklich. Die ganze Zeit hat er das nicht gemacht. Ja, moin, jetzt noch die Aura. Okay, Leute, ich weiß jetzt auch wieder, warum er letztens überlebt hatte. Genau wegen diesem Schwachsinn. Bitte triff kritisch. Und mach ihm den Gar aus. Ich kann diesen Typen nicht mehr sehen, wirklich. Kritisch geblockt, Alter. Ich glaube es nicht. Wie kann man denn alles blocken? 16.000. Boah, der hätte so guten Schaden bekommen jetzt. Der wäre tot gewesen, wenn er diesen Schild jetzt nicht noch gehabt hätte. Okay, immerhin, der Rundenzauber ging kritisch durch. Aber das ist jetzt schon übel. Ja, nimm mir noch die letzten Pips weg. Vollidiot. 4000 kriegt er mit einem Rundenzauber-Ding. Oh. Oh, das reicht. Warte mal, reicht das aus? Ja, ne? Ja, klar. Oh, okay. Doch nochmal Glück gehabt, ich war wirklich schon wieder drauf und dran aufzustehen und zu gehen, aber wie es aussieht, haben wir es tatsächlich geschafft. Ich glaub's nicht. So, bitte stirb jetzt endlich. Genau, 4000 Leben noch. Endlich haben wir diesen Typen besiegt. Das ist ja unglaublich gewesen. So, Junge, du kriegst nochmal ein Thumbnail hier. Kannst du dich vielleicht ein bisschen schöner hinstellen? Oh, passt schon. Die Mondenkrone. Sie gilt seit dem Ende der alten Zeit, seit dem Fall von Bastei, als verschollen. Eine gerissene junge Höhlenbauerin namens Alissa Sternenblick verwundete Morgante und floh mit der Mondenkrone zur Purpurschlucht. Alissa versteckte sich in der Höhle des Winterlichts, eine uralte Höhle. Vielleicht hat Alissa jenes Wesen aus dem Schlummer gerissen. Denn weder sie noch die Mondenkrone
wurden je wieder gesehen. Ja, jetzt haben wir endlich die Geschichte der Mondenkrone erfahren und werden in der nächsten Folge jetzt mit Saltanas Spiegelmaske reden. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr hier dabei wart bei diesem unglaublich nervigen Kampf. Jetzt haben wir es ja endlich geschafft. Und dann machen wir in der nächsten Folge an der Stelle weiter. Also Leute, bis zum nächsten Mal.